Willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Driver. Wir werden in der heutigen Folge mal mit einem DLC-Fahrzeug durch die Gegend fahren und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den hier, den Marathon mit manueller Schaltung, hat 163 PS, beschleunigt von 0 auf 100 in 14,4 Sekunden, hat zwei Sitzplätze und Stauraum 11. Äpfel, Birnen, Bananen, keine Ahnung. Aber egal. Ja, wir fahren auf jeden Fall heute mit dem Fahrzeug mal durch München. Ja, ist das größte aktuell verfügbare Fahrzeug. Ich würde sagen, wir lassen das weiße Design, finde ich eigentlich ganz schick für das Teil. Und ja, ich habe vor, hier unten eine Aufgabe zu machen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, wo die war, in welchem Umkreis. Auf jeden Fall gibt es hier eine Umzugsmission und die würde ich total gerne mit diesem Fahrzeug hier erledigen. Und ja, ich hoffe, ich bin jetzt einigermaßen in der Nähe. Das werden wir jetzt gleich dann erfahren, das werden wir dann sehen und merken. Mal gucken, wie lange wir durch München fahren müssen, bis wir dann bei dem Einsatzort angekommen sind, beziehungsweise bei unserem Auftragsort, ist ja kein Einsatzort. Und dann, ja, mal schauen. Es wird natürlich jetzt lustig, mit manueller Schaltung durch die Gegend zu fahren. Ich fahre wieder mit meinem Logitech G25, meinem uralt Lenkrad mit Haarschaltung und Kupplung und so weiter und so fort. Und das ist bei dem Spiel ein bisschen schwierig umgesetzt, wenn man es nett sagen will. Man fühlt nicht so wirklich, wann die Karre los will. Das heißt, man lässt die Kupplung langsam kommen und wenn man Pech hat, gibt man zu spät Gas. Wenn man Glück hat, funktioniert's. Eigentlich sollte das ja hier ein Diesel sein und Diesel eigentlich, wenn du die Kupplung kommen lässt, die Karre marschiert immer voran. Aber es ist ein bisschen schwierig. Das heißt, wir werden ab und zu mal den Motor aufheulen hören, wie bei so einem Rentner. Und ich hoffe, es wird aber einigermaßen erträglich. Und ja, das ist auf jeden Fall unser Fahrzeug. Wir gucken uns das gerade erstmal an, würde ich sagen. Wir haben hier schön viel Platz drin auf jeden Fall. Ich habe eigentlich gehofft, wir können da rein, aber anscheinend nicht. Wir haben auf jeden Fall hier die Beifahrertür, können wir auch mal reingucken. Ja, sieht alles. Gibt's nichts zu meckern. Es. Och nö, jetzt habe ich wieder den Bug, dass ich die Tür nicht zumachen kann. Och nö, komm, geh zu. Komm, komm, ich glaube an dich. Ah, gleich nochmal Spiel neu starten. Super. Beziehungsweise ins Menü gehen und dann wieder zurück. Egal. Ja, wir haben hier hinten die Türen, die können wir aufmachen. Da können wir auch Sachen drinnen laden. Und bitte überfahrt mich nicht. Wir haben hier auf der Seite auch nochmal eine Schiebetür. Bitte nicht überfahren. Dankeschön. Und natürlich können wir auch einsteigen. Ich versuche gerade mal von innen die Tür zuzumachen. Nein, wir haben mal wieder einen Bug. Wir können also die Tür nicht schließen. Na gut, dann würde ich sagen, ich gucke gerade mal, wo der Auftrag beginnt, den ich gerne machen würde. Umzug. Ja, da wären wir doch direkt nah dran. Alles klar, da ist das der richtige Punkt. Gut, ich pausiere mal ganz kurz die Aufnahme, glaube ich. Oder nee, komm. Es dauert 2 Sekunden. Wir müssen nur zurück ins Hauptmenü zurückkehren. Ja, genau so. Ist in 2 Sekunden fertig geladen, klicke ich drauf, zack, sind wir wieder im Spiel. Deswegen tue ich im Spiel eigentlich ungern andere Türen öffnen, aber am Anfang zum Zeigen muss ich es natürlich machen. So, manuelle Schaltung wieder, wir switchen wieder auf der Karte nach unten, drücken, Spiel starten, let's go, Ladebildchen wieder 2 Sekunden. Und dann können wir endlich loslegen, dann muss ich nur die Fahrertür aufmachen und dann geht die ganze Chose schon los. Ja, dann fahren wir zu dem Startpunkt von der Mission mit dem Umzug und dann gucken wir einfach mal. Ja, wie gesagt, manuelle Schaltung ist ein bisschen tricky in dem Game, fühlt sich nicht so hundertprozentig realistisch an. Ich bin ganz froh, dass sich das in der Realität nicht so anfühlt wie in dem Spiel hier. Aber es funktioniert auf jeden Fall, Kupplung funktioniert, Haarschaltung funktioniert vom G25, gar kein Thema. Aber wie gesagt, das Feeling kommt nicht so ganz rüber. Also ein Schaltfahrzeug in der Realität fahren ist einiges einfacher als hier in dem Spiel. Aber gut, wir werden ab und zu den Motor mal so aufheulen hören. So richtig, richtig Rentner-Style, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, ich gehe schon mal in den ersten Gang. Wenn ich Gas gebe, dann löse ich normalerweise die Handbremse und der erste Gang, wenn er drin ist. Und dann zoome ich gerade die Kamera noch mal ein bisschen zurück. Und dann stellen wir fest, dass die Minimap wirklich gerade böse ist. Ich würde gerne in die Option gehen und mal gucken, ob ich die Minimap ausschalten kann, weil das ist nicht wirklich so schön. Minikartensichtbarkeit bitte aus. Sonst, ihr habt es gesehen, die versperrt unseren Spiegel. Ja, wir haben ja das Navi, wir können auf die Karte gehen, markieren uns jetzt den Startpunkt. Das müsste die Aufgabe hier gewesen sein, genau, Umzug. Und dann können wir loslegen. Ich würde jetzt gerne einfach die... Warum ist der Gang draußen? So, jetzt. Ich würde jetzt gerne einfach nur die Kupplung kommen lassen. Normalerweise, diese Fahrzeuge sind ja immer Diesel und Dieselfahrzeuge. Wenn du da die Kupplung kommen lässt, dann marschiert die Kiste eigentlich vorwärts. Gar kein Thema. Aber ich finde auch irgendwie, man gibt ganz leicht Gas. Der Motor heult sofort auf und du bist eigentlich viel zu spät dran mit dem Schalten. Aber ich gebe mir Mühe. Ich versuche einigermaßen gefühlvoll von A nach B zu kommen und möchte das Fahrzeug eigentlich nicht kaputt machen.
Kann auch passieren, dass mir die Kiste mal absäuft. Ist so eingestellt, dass das passieren kann. Also kann passieren. Kann passieren. Ich habe aber die Option so quasi, dass ich einfach nur die Kupplung durchtreten muss und die Kiste springt wieder an. Also wie bei einem Start-Stopp-Fahrzeug quasi, wenn man dieses System drin hat und ihr säuft die Karre ab. Gar kein Thema, weil drückst die Kupplung durch, normalerweise springt die Karre wieder an. So, gehen wir mal wieder in den ersten Gang, aber hier passiert wieder nichts, weil die KI einfach wieder blöd ist. Das ist natürlich wieder super. Na gut, dann können wir den Gang auch wieder rausnehmen. Können wir einfach hier gerade, ich sehe aber gerade, warum leuchtet das Bremslicht? Ich stehe gar nicht mehr auf der Bremse. Bei dem Fahrzeug, irgendwie ist das auch noch ein bisschen buggy, aber gut. Ja, langsam fahren die Autos weiter, das finde ich schon mal gut. Dann kann die Ampel ja jetzt wieder rot werden. Na super, so ist es halt in dem Spiel fast an jeder Kreuzung. Also je länger man spielt, desto mehr Bugs fallen einen leider auf. Sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Aber egal, lassen wir uns jetzt den Spielspaß nicht von drüben. Wir werden jetzt erstmal den Umzug beginnen. Ich hoffe, wir haben schön viele große Kisten, die wir schleppen müssen und die wir dann transportieren müssen. Ansonsten wäre es auch ein bisschen ernüchternd, aber werden wir dann sehen. Die kleine Nebenaufgabe, die jetzt haben wir bestimmt die gleiche Situation wie eben. Genau, jetzt tut das Spiel schon wieder Fahrzeuge despawnen, weil es merkt, es geht nicht weiter. Da stehen jetzt wieder die Fahrzeuge auf der Straße, weil die Fahrzeuge sehen, ja, da laufen Personen gerade über die Kreuzung. Oh, nur mit der Kupplung angefahren, ohne abzusaufen. Geil. In der Realität überhaupt kein Problem. Im Spiel hier tatsächlich manchmal schon, weil man einfach nicht genug Feedback kriegt, dass man merkt, okay, man rollt los. Oder jetzt greift der Motor, jetzt will er los. Naja. So, wir haben jetzt noch ein Fahrzeug vor uns. Ich kann halt nicht rückwärts fahren. Ich habe Fahrzeuge hinter mir, eine ganze Schlange neben mir. Ich kann hier auch nicht rausrangieren. Ich habe den großen Sprinter hier quasi da. Oh, rennt doch alle vors Auto. Ja, jetzt haben wir nur ein Fahrzeug da stehen, aber das kann sein, dass das schon wieder dafür sorgt, dass hier die ganze Reihe nicht losfahren möchte. Auch wegen den Fußgängern, die eigentlich jetzt rot haben, aber jetzt noch gemütlich hier drüber laufen. Das heißt, wir werden diese Ampelschaltung auch nicht schaffen. Ach ja, das ist City Driver. Ach ja, ein Spiel, wo man gehofft hat, dass es zum Release gut funktioniert, weil man nicht ganz so viel Langzeitspielspaß erwartet hat. Und dann hat man halt lauter so Bugs drin. Das ist halt wirklich wieder sehr schade. Ja, jetzt gleich wird das Spiel wahrscheinlich wieder hier die vordere Fahrzeugreihe bei mir despawnen, weil sich nichts mehr tut wegen den Personen und wegen den Fahrzeugen, die auf der Kreuzung stehen. Und dann stehen wir vorne an der Ampel und ich zwänge mich dann da vorne durch. Das ist mir kackegal, weil es da ja noch Autos stehen bleiben. Aber gut, so, jetzt wird's grün. Das eine Fahrzeug fährt los. Hallo. Oh Gott, das hat jetzt aber auch lange gedauert. So, ich lasse die Kupplung langsam kommen. Der Motorsound passt halt auch überhaupt nicht zur Drehzahl. Das ist halt auch, was es schwierig macht. Ich höre gerade auf den Ohren gar nichts. Ich müsste eigentlich... Ich habe es jetzt bei mir mal auf 100% gestellt, damit ich den Motor ein bisschen höre. Normalerweise bei 100% Lautstärke auf den Ohren fliegen mir die Ohren weg. Aber passt schon. Ich höre jetzt wenigstens den Motorsound und habe wenigstens ein bisschen Feedback beim Anfahren. Ich hoffe, das reicht mir. Es darf nur kein anderer Windows-Ton im Hintergrund kommen. Ich glaube, dann habe ich die letzte Zeit gehört oder die längste Zeit gehört. Dann höre ich nichts mehr. So. Ja, man hört auch so gut wie gar kein Feedback. So, wir müssen hier rechts entlang. Der Fußgänger hat auch grün, aber ist mir wurscht. Der war noch ein bisschen weit weg. Ja, ich glaube, da vorne müsste auch schon unser Startort sein. Ich würde da gerne wenden. Ich würde ja gerne meinen Warnblinker anmachen, aber ich habe leider keinen Warnblinker. Ich will nämlich hier reinfahren und wenden und dann rückwärts wieder aus der Straße rausfahren, ehrlich gesagt. Das ist so der Plan. Ich habe aber, glaube ich, gerade ein bisschen spät gebremst. Jawohl, das heißt ein bisschen mehr rangieren. Ich hoffe mal, die KI ist gnädig zu mir und lässt mich hier ein bisschen rumrangieren. Ja, das haut aber hin. Das haut hin. Kriegen wir hin. Ja, ich hätte ja gerne den Warnblinker an, aber leider. Was ist schon ein Warnblinker? Braucht doch kein Mensch. So, jetzt wollte ich hier rückwärts fahren und mich da eigentlich hinstellen. Und jetzt kommt natürlich der angefahren, der rote, aber das passt normalerweise. Das sieht in der Rückfahrkamera ein bisschen gruseliger aus, als es eigentlich ist. Aber, also laut Rückfahrkamera hätten wir das Fahrzeug eigentlich gestreift, aber laut Spiegel nicht. So, ich mach mal Blinker an. Ah, jetzt ist mir die Karre abgesoffen, aber nicht, weil ich
den Rückwärtsgang angeblich noch drin hatte und auf der Bremse stehe. Eigentlich bin ich raus aus dem Rückwärtsgang. Ich gehe mal in den ersten und dann wieder raus. Okay, jetzt ist der Gang raus. Jetzt sind wir in neutral. Und wir drücken die nicht zugewiesene Taste. Ist eigentlich die Taste F. Ist zugewiesen. So, transportiere die Pakete von der Abholzone zu ihrem Bestimmungsort. Das verstehe ich bei der Mission auch nicht so ganz. Wir sind jetzt hier angekommen bei dem Start von der Umzugsmission. Jetzt fahren wir zu dem Startort, wo die ersten Umzugspakete eingeladen werden. Und dann wird, glaube ich, erst angezeigt, wo wir die Pakete hinbringen sollen. Warum sind wir dann überhaupt hierher gefahren? Das ist auch nur so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, alles klar. Ich habe die Mission nämlich schon einmal gestartet. Ah, jetzt ist die Handbremse wieder nicht draußen gewesen. Warum auch immer die drinne war, ich habe sie nicht reingemacht. Also jetzt gehen wir mal Vollgas mit der Kiste. So. Haben wir auch mal hochbeschleunigt. Also man kann schon, der zieht schon ganz gut, auf jeden Fall. Ja, ich verstehe nur, wie gesagt, diese Missionsstartorte nicht so wirklich. Ich fahre ja nicht jetzt in irgendeine andere Ortschaft, wenn ich umziehen will, zu einem anderen Haus und denke mir dann, ach so, jetzt fahre ich nach Hause, nehme die Kisten und dann fahre ich sie erst zu meinem neuen Wohnort. Also, keine Ahnung. Naja, so ist es halt, so ist der City Driver. So, Kupplung, Schleifpunkt müsste da gewesen sein. Die laufen hier wieder drüber, aber da kann man ganz easy normalerweise vorbeifahren, aber das kriegt die KI halt nicht auf die Kette irgendwie. Blinker geht automatisch nicht aus, da weiß ich aber nicht, ob man das vielleicht noch einstellen kann, dass der Blinker automatisch ausgeht, aber irgendwie tut er das nicht. Muss ich nochmal in den Einstellungen schauen, aber ich denke mal, das ist alles schon korrekt eingestellt. Da rennt gerade wieder jemand über Rot auf beiden Seiten und wenn ich jetzt nicht gebremst hätte, hätten wir die Person hier voll umgemäht. Aber aufmerksamer Autofahrer. Ihr kriegt alles mit. Ja, man sieht, es geht auf jeden Fall Fahrmitschaltung, aber es fehlt einem so ein bisschen, ein bisschen das Gefühl mit der Kupplung hier in dem Spiel. Man kriegt es nicht immer so ganz mit. Ich glaube, weil man das in der Realität auch einfach ein bisschen mehr mit dem Motorsound und so weiter verknüpft, beziehungsweise irgendwann sowieso die Erfahrung, wenn man das Auto schon öfters gefahren hat. Aber hier, ich weiß nicht, es ist schwierig. Also ich muss auch die ganze Zeit auf den Drehzahlmesser achten. Warum wird mir angezeigt, dass ich wenden soll? Aber ich darf doch hier reinfahren, das Navi hat mich doch hier reingeschickt. Egal. Ja, jetzt kommen wir übrigens zu der Straße. Ich glaube, ich habe die in der letzten Folge schon mal angesprochen, die einfach noch gar nicht fertig bebaut aussieht. Man sieht es eigentlich jetzt schon, es ist alles ziemlich leer. Also man hat hier eine Häuserreihe, rechts und, beziehungsweise Häuser rechts und links, hat eine Straße mit geparkten Autos und ansonsten steht eigentlich gar nichts auf dieser Straße. Es laufen nicht mal Leute ab hier hinten mehr auf dem Bürgersteig rum. Also sieht jedenfalls nicht fertig aus. Ich weiß nicht, wie die Straße in der Realität aussieht, aber es sieht auf jeden Fall leer aus. Auf jeden Fall. Naja, egal. Wir sind gleich auf oder an dem Zielpunkt angekommen, wo wir hin sollen. Ich beschleunige gerade mal hoch. Wir dürfen hier 50 fahren, dann fahren wir das auch. Vierter Gang regelt. Eigentlich kann ich das unten rechts auch ausblenden lassen. Ich meine, ich sehe alles soweit im Armaturenbrett. Da sollen wir hin. Da ist unser Zielort. Wir machen mal den Blinker an. Ich gehe gerade mal in den zweiten Gang. Motorbremse und so weiter und so fort ein bisschen benutzt. Und dann bleiben wir hier einfach mal stehen. Ja, ich würde jetzt auch gerne den Warnblinker anmachen, weil ja, wir stehen hier jetzt und arbeiten am Fahrzeug. Und ist dann ein bisschen blöd, wenn man natürlich die anderen Autofahrer hier nicht warnen kann. So, da haben wir geparkt. Wunderbar, würde ich sagen. Das ist alles vom Umzug. Die Mission hieß doch Umzug, oder? Ich bin gerade verwirrt. Also ich habe bei einem Umzug habe ich meistens zwei, drei Sachen mehr. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen enttäuscht. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Wir haben es in der Hand. Es ist plötzlich das Dreifache. Okay, kleiner Schwächeanfall. Hat nicht ins Auto reingepasst. Habe ich jetzt auf der Gegenseite die Tür aufgemacht? Das ist natürlich auch. Jetzt ist es auf einmal wieder. Hä? Was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung. Ich bin durchaus verwirrt. Aber ich glaube, das darf ich jetzt auch in dem Fall sein. Ups. So. Machen gerade mal den Blinker rechts. Aber wo müssen wir denn hin? Wir sind da oder da gestartet.
mussten dann hier außen rumfahren. Also da ging die Mission, glaube ich, los. Dann sind wir jetzt hier hingefahren, um das erste Paket einzuladen. Da beginnt der Umzug. Und das fahren wir jetzt dahin oder was? Okay, ich bin wirklich gespannt. Ich bin gespannt. So. Umzugsdienst Tommy bringt jetzt den riesen Umzug quasi zur neuen Wohnung. Ach du Kacke, das ist wirklich, also für was hat man den Sprinter in dem Spiel? Ich meine, ich liebe große Fahrzeuge, ich finde es auch cool, dass er mit dabei ist, aber boah, ich finde auch die Spiegelung in den Scheiben cool, dass man das Auto so sieht, wo man gerade fährt. Okay, hier müssen wir links lang. Oh, da wird's eng. Ja, du wirst bestimmt noch drüber laufen, Keule, ich kenne dich. Jawohl, jetzt kriegst du Angst, ne? Jetzt kriegst du Angst. Wenn der fette Sprinter hier rum will, hätte ich aber auch Angst. Boah, sind wir gerade vorne auf den Bürgersteig gekommen? Eieiei, sorry. Entschuldigung. Meine erste Fahrt mit dem Ding. Also so richtig jetzt. Ich habe auch diese Umzugsmission nur gemacht, bis jetzt quasi, beziehungsweise vorher schon mal gemacht, bis jetzt, zum Startpunkt. Weiter habe ich die noch nicht. Wäre ich jetzt nicht stehen geblieben, hätte das Spiel mich zurückgesetzt, weil ich einen Unfall mit einem Fußgänger gehabt hätte. Ich habe es aber schon geahnt, dass der in mich reinläuft. Wenn man stehen bleibt und sich nicht bewegt, übrigens, falls ihr das Problem habt, dass ihr ständig an der gleichen Stelle wieder gespawnt werdet, bei einem Unfall mit einem Fußgänger, einfach die Bremse gedrückt halten und stehen bleiben. Dann laufen die früher oder später durch einen durch. Da hat man das Problem nicht mehr. Ja, und dann kann man warten, bis sie durchgelaufen sind, dann kann man wieder Gas geben. Dann braucht man das Spiel nicht neu starten. Aber natürlich ärgerlich, dass es so Situationen gibt. So, Motorbremse, dritter Gang. Mal runter, zweiter Gang. Also es ist eigentlich grün, aber es interessiert keine Sau. Es ist wieder das typische Kreuzungsproblem wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also das Gebiet hier hinten ist echt nicht gut ausgearbeitet. Von den Funktionen her und von der Gestaltung. Es ist ziemlich tot und leer. Naja. So ist es halt. Ich hab mal Blinker kurz angemacht, wollte mal gucken, wie es aussieht von außen. Ja, ich hoffe, die fahren irgendwann los. Notfalls muss ich halt rechts lang schießen. Also rechts auf der Abbiegespur vorbeischießen und dann mal schauen, ob ich da dann vorbeikomme. Aber ja. So, jetzt ist grün. Jetzt sind alle Ampeln grün. Ah, so, nee. Ich glaube, ich habe nur falsch gesehen. Ich glaube, die an dem Ampelmast links, oben die rechte Ampel. Ich glaube, die ist auch Abbiegeampel, oder? Ist das... Ja, das ist auch eine Abbiegeampel. Habe ich ein bisschen schlecht erkannt. Entschuldigung, mein Fehler. Dann hat die KI tatsächlich richtig gestanden, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Hier kann man doch auch geradeaus, oder? Ja, sieht so aus. Okay, wir müssen irgendwo... Okay, hier noch nicht. Bin ein bisschen falsch. Der steht ein bisschen arg auf die Straße raus. Hier müssen wir rechts. 2000 Umdrehungen und die Karre brüllt so, als würde die gleich irgendwie in den Begrenzer jagen. So. Sind wir hier richtig? Ich glaube ja. Hier ist 30 erlaubt, okay. Fahren wir auch knapp. Och nö, komm jetzt. Nicht schon wieder stehen bleiben wegen doofer KI. Okay, sie haben es hingekriegt. Boah, ey. Diese Drehzahl. Ich hoffe auch, dass sie wirklich am Ton nochmal ein bisschen arbeiten, weil es klingt einfach nicht passend. Die Drehzahl zum Motorsound, der Motorsound an sich klingt nicht so hundertprozentig passend. Wäre schön, wenn er auch nochmal überarbeitet wird. So, da vorne sieht man gerade die Situation wieder, dass die Fußgänger auf der Straße stehen bleiben. Die KI-Fahrzeuge schieben die aber dann von der Straße runter. Das ist ganz praktisch. Das kann man machen. So, hier rechts haben wir jetzt wieder eine Einbahnstraße. Da ist gerade mal wieder eine Person verschwunden, eine neue entstanden. Ja, es zählt zum guten Ton. Ist wieder so eine doofe Ampel.
wo die Fußgänger dann auch gleichzeitig grün bekommen. So, wir fahren hoffentlich niemand um. Ah, hier ist auch 30. Okay, dann bleiben wir im dritten Gang. Im vierten Gang 30 fahren ist nämlich auch ein bisschen... Mein, kann man machen. Ist möglich, haben wir 1000 Umdrehungen, aber ich glaube, da verbraucht man ein bisschen mehr, als wenn man jetzt im dritten Gang... Weil der Motor dann mehr Kraft braucht und dann braucht er mehr Sprit und dann, ja. Aber im dritten Gang mit 15 Rollen und noch bei 1000 Umdrehungen sein, ist gut. Er steht hier auch wieder einfach rum, da steht auch wieder eine Person einfach rum, mitten auf der Straße, schwebt rum, steht nicht mal, schwebt einfach rum. Ich meine, wenn die anderen Fahrzeuge auch mehr wie 30 fahren, dann kann ich auch mehr wie 30 fahren. Ich meine, jetzt sind wir gerade bei 30, die fahren bestimmt 40 rum. Okay, wir sollen hier auch links. Wir haben den großen Umzug ja im Auto, wir müssen langsam um die Kurven. Das ist echt ein Witz, dass ich da mit einem großen Fahrzeug hingefahren bin. Das ist wirklich ein Witz. Das Schöne ist, man kann hier im dritten Gang um die Kurven fahren ohne Probleme. In der Realität ist es immer besser, man nimmt bei so engen Kurven lieber den zweiten Gang, aber da heult hier dermaßen der Motor auf, dass man sich ein bisschen Gedanken macht um den Motor. Okay, jetzt wird's spannend. Kriegen die es geregelt? Die haben es hingekriegt. Ja, krass. Ja, komm, da passen wir durch. Es sieht immer ein bisschen enger aus, als es letztendlich ist. Oh, was ist hier los? Da vorne rennt wieder jemand panisch über die Straße. Das, ich weiß nicht, habe ich irgendwie auf dem Fahrzeug stehen, dass da Tommy fährt oder so? Dass die da Angst haben und rennen über die Straße? Ich weiß ja nicht. Okay, hier haben wir wieder so eine doofe Ecke, wo man nicht gescheit auf die Straße gucken kann. Einfach auf gut Glück raus. Gas geben und raus. Was steht er da so komisch? Achso, er will rechts abbiegen. Er hat Blinker an. Ich sehe die Ampel jetzt überhaupt nicht. Kann ich mich nach... Okay, es ist rot. Ja, man kann sich so ein bisschen nach vorne beugen. Dann sieht man mit Glück etwas die Ampel. Gerade scheint sowieso die Ampel durch hier. durch den Sensorkasten quasi durch. Das ist natürlich auch cool. Aber die grüne Ampel würden wir sehen. Ich meine, es macht schon Spaß, so durch die Stadt zu fahren. Wenn du in der Realität durch die Stadt fährst, hast du auch ständig irgendeine komische Kacke. Da rennt jemand da über die Straße, da ist eine Straßenbahn, da fährt ein Bus, da ist irgendwie ein total komischen Typ, der total merkwürdig fährt. Da rennen mal Leute. Das passt schon. Bug oder Feature, weiß man hier nicht so genau. Aber es ist halt, ja, es ist halt speziell, wenn man hier weiß, es handelt sich wahrscheinlich eher um Fehler, als um gekonnt und bewusst Fehler reingebaut. Oder Features reingebaut. So, da ist eine Einbahnstraße, da sind wir schon mal reingefahren, da müssen wir jetzt rein. Genau, bleibt mal bitte ein bisschen von der Kreuzung stehen, dass ich hier gut rumkomme. Falscher Blinker, ich hatte doch links geblinkt, oder nicht? Ich bin doch auch links abgebogen. Ein Mobbing-Spiel. Kein Blinker, warum hätte ich, was, ich habe keinen Geradeausblinker. Was willst du von mir, Spiel? Der gut altbekannte Geradeausblinker. Einfach die ganze Zeit Lichthupe machen. Ich glaube, hier müssen wir hin. Ich glaube, hier müssen wir hin. Hier herrscht Halteverbot, oder? Ja, aber absolutes. Ja, geil. Ich hätte gern Warnblinker. Kann ich auch einfach jetzt aussteigen, Motor laufen lassen? Ich bin ja in neutralen Gang. Jawohl, das klackert doch wie ein Diesel. Unerlaubtes Parken. Ja, ist wurscht. Umzug. Was willst du denn? Das war die krasse Umzugsmission. Ich glaube, ihr seid genauso enttäuscht wie ich. Haben wir hier den Lichtbug vom Autobahnpolizeisimulator? Kann das sein? Ja, unerlaubtes Parken. Ja, ich bin auf irgendeine Art und Weise ein bisschen schockiert, dass das die Umzugsmission war. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir haben hier noch diverse Fotospots. Boah, wir müssten mal jetzt mit dem... Ich glaube, mit dem Fahrzeug kommen wir aber nicht in die Tiefgarage. Die Tiefgarage, die ist... wo war die nochmal? Ich war schon mal da. Ich sehe nur das Symbol gerade nicht. Da müsste ich vielleicht... Ich sehe gerade...
nur unnützes Zeug. Fahrtrainings, Tankstellen, Ladestationen, Werkstätten. Ja, Werkstatt kann man hinfahren, außerhalb von der Mission. Kann in den blauen Kreis reingehen, dann wird's bildschwarz, wieder hell, fertig. Passiert nichts, keine Ahnung. Tiefgarage, genau da. Da war die Tiefgarage. Da kommen wir aber mit dem Fahrzeug nicht rein. Da können wir irgendwann mit einem anderen Fahrzeug mal reinfahren. So, Sehenswürdigkeiten. Ja, ich... Wollen wir da mal hinfahren? Ja, wobei, da wird die Folge, glaube ich, ein bisschen lang. Aber komm, wir gönnen uns. Wir gönnen uns. Nachdem wir jetzt so einen anstrengenden Umzug hinter uns haben, können wir uns auch mal die ein oder andere Sehenswürdigkeit anschauen. Das war echt der krasseste Umzug, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe. So, Kupplung, wo bist du? Da bist du. Ja, was willst du halt sonst machen? Wenn du am Umziehen bist, dann parkst du ja nicht drei Häuser weiter, sondern da stellst du dich mal mit Warnblinker irgendwie so mitten hin und lädst halt mal schnell aus, schmeißt die Sachen auf den Bürgersteig und fährst dein Auto gescheit irgendwo hin. Oder keine Ahnung, da muss man einfach auch mal ein Auge zudrücken. Kannst ja nicht mit deiner Küche hier durch die halbe Stadt laufen, geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ja, also ein gutes, cooles Fahrzeug hätte man. Ich fahre eigentlich total gerne mit. Ich gewöhne mich auch so langsam an die Schaltung mit dem Ding. Wobei es halt immer noch beim Anfahren ein bisschen arg sehr auf den Drehzahlanzeiger gestachen ist. Damit man sieht, wann der anfängt zu zucken. Aber gut, ich denke mal, das wird noch besser. Hey, ich bin gerade in der Stadt. Wie wäre es? Wollen wir uns heute Abend zum Essen treffen? Nö, mit dir nicht. Motor heult aber immer auf. Man schnickt quasi das Fahrzeug nur ganz leicht an. Man lässt die Kupplung kommen, schnickt einmal das Fahrzeug ganz leicht an und man denkt direkt, der Motor explodiert. Ich frage mich gerade, warum das Navi uns auch wieder so blöd schickt. Warum nicht einfach links, links, geradeaus? Ah ja, was soll's. So, der dritte Gang ist im Spiel quasi der zweite Gang gefühlt. Passt schon. Jetzt soll ich wenden? Okay. Jetzt auf einmal doch wieder nicht. Es ist schon sehr spannend. Auf jeden Fall. Aber irgendwie macht es auch durch dieses ganze Chaos und durch diese ganze Verkehrskacke, die hier passiert, irgendwie auch ein bisschen mehr Spaß, muss man sagen. Es ist vielleicht extra eingebaut worden. So hat man wenigstens ein bisschen Abwechslung und unerwartete Dinge passieren. Man ist ein bisschen angespannter. Irgendwie fahren die Fahrzeuge hier in der Mitte von der Spur. Also wenn man so schnell hochschaltet, das klingt echt kacke. Geschwindigkeitsüberschreitung, was hatte ich denn drauf gerade? Willst du mich verarschen? Fährst du einen LKW oder was? Junge, Junge, Junge! Ja, ist gut, ich fahre nicht mehr im ersten Gang, ich fahre im zweiten Gang an, das klingt angenehmer. Es klingt halt für mich auch irgendwie nicht nach einem Diesel, wenn man aussteigt, ja. Aber so vom Fahren her klingt es einfach nicht wie so ein Sprinter-Diesel. Ja, okay, ich habe den ersten Gang zu früh reingemacht. Wobei, bei meinem Ford wäre das gegangen, ohne Probleme. Ja, ist gut. Ist gut. Das mag ich am Ford-Getriebe so. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile bei anderen Fahrzeugen ist. Bei dem Opel, wo ich vorher hatte, war es ein Kampf. Aber bei meinem Ford kannst du auch, wenn du noch ein bisschen schneller rollst, kannst du da auch ruhig den ersten Gang schon reinmachen. Ja, natürlich sollte man die Kupplung nicht schlagartig kommen lassen oder so, aber du kannst den ersten Gang schon problemlos reinmachen. Bei meinem Opel, den ich davor hatte, ging das nicht. Da musstest du halt wirklich, wenn du 5 km/h drauf hattest, den zweiten Gang versuchen, irgendwie an einem steilen Berg anzufahren, wenn du gerade schon gerollt bist. Also das war ein harter Kampf. Ist natürlich möglich gewesen, aber da hat einen die Kupplung leid getan und so weiter, aber wenn der erste Gang nicht rein wollte, andere Alternative habe ich dann auch ab und zu mal gemacht. Einfach komplett stehen geblieben und dann im ersten Gang wieder angefahren, weil sobald du gestanden hast, konntest du den ersten Gang wieder reinmachen. War aber schon so ein bisschen Kampf. Was zeigt mir denn da eigentlich das Navi gerade an? Ich finde das sehr verwirrend. Aber okay, da fahren wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Ich stand voll auf der Kupplung. Warum hat er gerade den Satz nach vorne gemacht und hat den Motor neu gestartet? Ist die Kupplung schon kaputt oder was? Ich stand wirklich gerade voll auf der Kupplung, auf der Bremse und voll auf der Kupplung.
War nicht meine Schuld. Ich habe nur den ersten Gang reingemacht und dann hat das Auto einen Satz nach vorne gemacht. Ich kann mal was gucken. Okay, wir können hier im fünften Gang 30 fahren. Da gehen wir doch gleich mal in den sechsten. Geht auch noch. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Ich glaube, wenn ich in meinem Auto im sechsten Gang 30 fahren wollen würde, ich glaube, mein Motor würde aus dem Motorraum rauskommen und würde mir eine Backpfeife geben. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, ich glaube, das macht er nicht mit. Naja, wir fahren jetzt hier im vierten Gang gerade 20, warum nicht? Lässt sich so besser fahren, dann heult der Motor nicht so auf. Im zweiten Gang um Kurven fahren sollte man im Spiel auch nicht machen, in der Realität macht man das ja eigentlich. Meistens, ja, gerade bei engeren Kurven im Spiel würde ich fast empfehlen, nimmt den dritten Gang, da heult der Motor nicht so auf. Ja, ist schwierig. Aber naja, was will man machen? Leute wieder panisch über die Straße rennen. Ich feiere es irgendwie ein bisschen. Und die Frau steht wieder zu nah an der Straße da auf der linken Seite ein bisschen. Ja, wenn du da jetzt wieder mit deinem fetten Sprinter dich vorbeiquetschen möchtest, kriegst halt mal eine Seitenspiegelschelle ab, kann alles passieren. Und sollte natürlich nicht, aber selbst dran schuld. Naja. So, hier vorne sieht es wieder nach großem Verkehrschaos aus. Ich freue mich schon drauf. Ich bleibe extra mal ein bisschen weiter weg von stehen, dass ich notfalls links vorbeiziehen kann. Okay, ich glaube, es läuft aber. Ja, ich wollte auch nochmal Thema Force Feedback ansprechen. Und zwar Force Feedback bei mir funktioniert, habe ich ja gesagt in der letzten Folge. Also man spürt es, wenn man an Bordsteine dran fährt. Aber nur, wenn man mit einem gewissen Tempo an Bordsteine dran fährt. Jetzt zum Beispiel hat Force Feedback gar nichts gemacht. Fährt man über Straßenbahngleise drüber, merkt man auch gar nichts. Heißt, Force Feedback ist wirklich nur, wenn du hart gegen die Wand fällst, dann macht dein Lenkrad vielleicht einmal Zucker links rechts. Also es ist eher schlecht als recht drinne im Spiel eingebunden, muss man sagen. Ich hoffe, da wird auch noch nachgearbeitet. Ich bin ja froh, dass überhaupt mein Lenkrad irgendwie zuckt, ja, Force Feedback technisch, weil wenn man so auf Discord liest, scheint es da mit den neueren Lenkrädern mehr Probleme zu geben. Mal gucken, ob da spieltechnisch noch was nachgearbeitet wird, nachgebessert. Was macht ihr denn hier für ein Chaos eigentlich auf der Straße? Ich tue mich nur gerade ein bisschen nach vorne lehnen, damit ich die Ampel besser sehe und sehe, wann grün wird. Okay, es wird. Kupplung kommen lassen. Direkt einen zweiten Gang, sobald wir rollen. Den ersten brauchen wir eigentlich gar nicht. Okay, wir werden uns einig. Ist jetzt ernsthaft die Karre abgesoffen im zweiten Gang? Ich roll doch. Es ist ein Diesel, der zieht immer vorwärts. Sag mal, willst du mich verarschen? Rentner-Move geht immer. Rentner-Move geht immer. Ja, man kann die Karre auch gut hochbeschleunigen, aber bringt ja nichts. Aber es gibt keine Blitze anscheinend. Also ich wurde noch nie geblitzt hier. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, auch wenn du gerade Gas gegeben hast, hast du die Kupplung kommen lassen, ist die Karre trotzdem abgesoffen. Ich will mal gucken, kann man im zweiten Gang wirklich anfahren jetzt? Ich lasse die Drehzahl extra mal höher laufen. Oh, da muss man schon. In der Realität geht das auch einfacher. Es geht, aber es ist, in der Realität geht es wirklich viel einfacher. Sollte man aber natürlich nicht machen, wenn nicht unbedingt nötig. Gut, parken. Wo parken wir? Da sind E-Ladesäulen, da ist das, da ist das. Ich habe natürlich jetzt gerade voll die fette Karre hier dabei. Das sind auch E-Ladepunkte. Ich habe Autos hinter mir, ich kann also gerade auch nicht wirklich wenden. Ach komm, wir gucken hier einfach jetzt mal in der Straße links. Warum nicht? Vorne auf dem Platz könnten wir auch drauf fahren, auf der rechten Seite eigentlich. Naja, egal. Wir fahren jetzt hier einmal links.
gucken mal, ob wir da irgendeinen Parkplatz kriegen. Ja, ist natürlich jetzt nicht so einfach, hier mit der fetten Karre irgendwo einen Parkplatz zu finden. Aber kriegen wir hin. Und dann laufen wir mal zu dem Fotospot. Ich hoffe, wir stehen da nicht ganz so weit weg. Och nee, nicht bitte so eine Situation wieder. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt noch ein, zwei Mal die Ampel aushalten. So, jetzt ist die ganze Zeit schon frei. Jetzt irgendwann fährt er mal los. Und jetzt langsam rollt der nächste los. Und jetzt langsam rollt der vor uns los. Also man darf den ersten Gang, also so vom Motorsound her, darf man den ersten Gang wirklich nur Kupplung kommen lassen im ersten Gang, dann direkt zweiten Gang rein und hoffen, dass die Karre nicht absäuft. Oh, da sehe ich was. Oh, da sehe ich was. Sprinter Einparking extrem. Kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Aber kriegen wir hin. Funktioniert der Piepser hier nicht bei dem Sprinter? Also ich bin schon im roten Bereich, es piepst aber nicht. Wenn man die Rückfahrkamera beachtet. Das ist ja merkwürdig. Nochmal testen. Normalerweise müsste der piepsen. Die anderen Autos tun es auch. Nö, keine Ahnung, funktioniert nicht. Egal, also Piepser funktioniert, also Rückfahrpiepser funktioniert bei dem Fahrzeug hier nicht anscheinend. Haben wir wieder eine Sache gefunden. So, sehr schön. Ja, wir reißen mal die Tür auf, während ein Auto kommt. Macht man so in der Realität auch. Die Versicherung freut sich da immer drüber. Ach, haben wir doch schön geparkt, oder? Haben wir doch schön geparkt. Also das Größte, was ich bei dem Spiel eigentlich feiere, sind die Fahrzeugmodelle. Die finde ich wirklich richtig schön geworden. Und ich finde es auch cool, dass man recht viel KI-Verkehr hat und trotzdem eine einigermaßen gute Performance. Na, Kollege? Wartest du auch auf die Ampel? Lass uns den Moment zusammen genießen. Ach, hi Buddy! Ist ja gut, ich lasse euch zwei alleine, ich gehe ja schon. Hallo die Damen! Sag mal, wird die Ampel auch irgendwann mal grün? Ach, hallo. Hi. Die nehmen mich alle nicht wahr. Die laufen alle durch mich durch. So, ich bin Erster. Edge Badge. Achso, ich muss ja darüber. Ihr könnt ja eh nicht fahren. Hat keiner gesehen. Hallo. Na, Keule? Grüß Gott. Ha, rechts angetäuscht, links überholt. Ja, Fotospot, was kann man hier machen? Öffnet sich dann der Fotopunkt irgendwie? Oder nee, wir kriegen nur Infos. Alte Pinakothek. Die alte Pinakothek ist ein 1836 eröffnetes Kunstmuseum im Kunstareal München. Als einer der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt beheimatet sie Exponate von Malern des Mittelalters bis hin zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Der gesamte Bestand ist Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Alles klar. Ja gut, dann waren wir auch mal hier. Dann haben wir auch mal den Fotospot besucht. Taxi! Taxi! Okay, ja, finde ich keins. Übrigens, ich hatte jemand gefragt gehabt, ob ich mal Taximissionen machen kann. Das Problem ist nur, ich habe keine Taximission gefunden. Wir können ja gerade mal durchgucken. Wir haben hier schwache Batterie, da muss man mit einem schwachen E-Auto noch schnell zu einer Ladestation fahren. Ist dann schon wieder Sommer, müssen wir die Reifen wechseln lassen in der Werkstatt. Wir haben hier einen Balanceakt, da musst du mit quasi leeren Verbrennertank durch die Gegend fahren. Spritztour, Ferrari fahren, dann haben wir hier der Reifenwechsler, müssen wir auch nochmal Reifen wechseln lassen wahrscheinlich. Hier haben wir Hungerspiele, keine Ahnung. Ja, Kaufrausch hatten wir schon und Umzug hatten wir jetzt schon. Ja, ich weiß ja nicht. Es ist nicht gerade sehr abwechslungsreich, aber gut. Ja, ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen mit dem Sprinter und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, welches Fahrzeug wir uns dafür nehmen. Ja, es wird auch mal Zeit für etwas schnellere Fahrzeuge, aber man muss halt dazu sagen, schnellere Fahrzeuge, man kann die eh nicht ausfahren. Maximale Geschwindigkeitsstellen, die ich jeweils hier gesehen habe, war 80. Nur auf dem Fahrtrainingsgelände kann man mal schneller fahren. Du verlässt den Bereich, kehre um. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, wie es da hinten so ausschaut. So heimlich. Gucken, wie leer es da hinten ausschaut, aber nee. War wohl nix. Na gut, dann
Lasst eine Bewertung da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, gerne auch den Discord selber beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.